So, jetzt will ich mal eine Sache gucken. Wir haben vielleicht noch 3 Groschen oder so. Ob hier der Markuslav, maybe. Wo ist er denn? Vielleicht hat er jetzt wieder Weizen für uns. Hallo! Wir müssten nämlich ein bisschen Geld machen jetzt auch. Hier, guck, Weizen. Weizen ist wieder da. Weizen kostet auch 7 pro. Aus 7 Weizen kriegen wir 10 Weizenkorn. So war das, ne? Das heißt, wir haben ja entsprechend mehr Umsatz, wenn wir den Weizen kaufen. Ist das richtig? Ich glaube, so war das. Ich kaufe das jetzt. Und dann machen wir daraus Dinge. Fladenbrot. Ich laufe schon wieder falsch rum, ne? Ja, natürlich laufe ich falsch rum. Warum laufe ich immer falsch rum? Achso, und ich gucke nochmal schnell, ob wir da eine Frau noch haben. Vielleicht haben wir noch eine neue Mitarbeiterin, das wäre halt super. Dann machen wir erstmal schnell Fladenbrot und verkaufen das. Und holen morgen wieder Weizen. Hier ist eine Frau. Maybe I'll start. I've been sober since last autumn. Erzählt sie gerade, dass sie trocken ist? Weil sie Alkoholikerin ist? Eine Fischerin! Ja, perfekt! Die ist zwar schon 26, aber ist mir völlig egal. Oh, it's you again. Okay, let's go! Travelers of this realm. So, die geht jetzt fischen, die Tante. Weil die andere sowieso nichts mehr machen kann. So, mal gucken. Hier wird gearbeitet. Ach, das wollte ich ja auch noch machen. Aber sie schafft das, glaube ich, alleine, ne? Der hat jetzt Hafer angebaut. Und hier gibt's Kohl. Dann macht sie das weg. Na komm, ich lasse sie selbst arbeiten. Dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Säckchen. Sichel. Und Dünger haben wir ja schon weggepackt, glaube ich. Ne, Dünger habe ich noch hier. Kannst du auch haben. Was noch? Was habe ich noch mitgenommen? Ich glaube, sonst nichts. So, dann machen wir hier erstmal diese Geschichte. Ist jetzt nicht so viel, ne? Ist, glaube ich, nicht so viel Mehl. Ja, doch, 96 immerhin, ne? Also das machen wir jetzt aber auch rein für den Verkauf. So, dann packe ich die Tante noch hier rein. Die werden niemals Kinder kriegen, das wissen wir. So, Dobromila oder wie sie heißt. Bestätigen. Alle brauchen noch Brennholz. So, und dann packen wir sie in die Fischerhütte. Weil die andere sowieso ausfällt. Oh, die braucht auch ein Messer. Okay. So. Was ist da alles rot? Zu viel. Guck mal. Ähm.
Hier fehlen zwei Leute. Halt. Produktion. Ich weiß gar nicht genau, was ist das? Fehlt Saat oder was ist das Problem? Ach, Futter. Ah, Tierfutter, Leute. Tierfutter. Aber das machen wir jetzt selbst, ne? Ich will nur warten, bis sie Hafer anbaut. Das hat sie ja jetzt, glaube ich, schon gemacht. Dann können wir den Rest vom Hafer nutzen. Wir haben hier noch Haferkorn. 7 Roggenkorn. 50. Wir sollen immer 50 ungefähr sollen wir immer übrig behalten. Und mit dem Rest können wir jetzt Tierfutter machen. Da wir aber gerade Hafer angebaut haben, kann ich das doch nehmen, ne? So, Roggen wird jetzt abgemäht. Mach mal mit. Wir brauchen das Tierfutter. Ach, es hat die Sichel weggenommen. Mist. Jetzt hat sie die Sichel mitgenommen. Okay, warte mal. Hier ist Weizen. Also, wir brauchen für das Tierfutter. Ach, das muss ich auch noch kaufen. Habe ich kein Geld mehr? Bin ich pleite? Oh nein. Okay, gut. Wir warten mal, bis sie fertig wird. Dann verkaufe ich jetzt eben... Nee, ich verkaufe noch nicht, weil ich muss erstmal Fladenbrote machen. Und dann verkaufen wir das Zeug. Und dann machen wir... Kaufen wir uns das Tierfutter-Schemata. So, let's go. Wir sind komplett pleite. Dann gucken wir noch mal schnell, ob wir noch ein bisschen Leder haben. Was ist da jetzt schon wieder das Problem? Mehl haben wir noch, aber kein Wasser. Moment, ich hole noch mal Wasser. Wir haben den Marktstand freigeschaltet. Das ist, glaube ich, auch eine gute, Geschichte. So ein Marktstand, glaube ich, wäre echt eine gute Sache. Ne? Ich weiß nicht genau, wie der funktioniert. Aber ich glaube, das wäre gut. Für Leute, die Diplomatie können, dass wir dann auch bessere Preise kriegen. I don't want to be lonely anymore. So. Noch mehr. Dann werden wir gleich im großen Stil verkaufen. So, okay. Ich guck noch mal nach Leder. Dann machen wir noch Schuhe.
Wie viel haben wir jetzt von dem Zeug? 96. Ja, das kann ich nicht mehr essen. Toll. Die Eier brauchen wir nicht verkaufen, ne? Aber die, oh, die vergammeln alle. Was machen wir denn mit den ganzen Eiern? Kann man die irgendwie kochen oder so? Oh, das ist aber ärgerlich jetzt. Hier? Goldschale und Ei. Rühreier können wir machen. Das sollten wir machen, aber dann müssen wir kaufen. Ja, yeah, sehr gut. Ich gucke erstmal nach Leder. Dann verkaufen wir den ganzen Stuff. Ich sollte mich auch noch mal schnell umziehen. Mache ich mal kurz. Nee, da nicht. Hier. So, Schuhe. Strohhut. Und dann ziehen wir aus. Also erstmal das hier. Das bleibt, das bleibt. Das müssen wir anziehen. Das müssen wir anziehen. Das müssen wir ausziehen. Sehr gut. Ja, ja, ja. Was ist eigentlich mit dem Kind? Immer noch Baby. Ja, sehr gut. Wir machen Schuhe. Verkaufen alles. Und dann müssen wir erstmal Tierfutterschema freischalten. Nein, es war falsch. Es war falsch. Damit. Oh Gott, ich wollte doch mehrere. Jetzt geht eh nur noch einer. So. Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Ich könnte auch Tränke verkaufen. Die brauchen wir doch gar nicht. Aber die bringen auch nicht viel, ne? Warte mal, was ist da oben los? Oh oh. Hacke, Säckchen, Sichel, Sense. Die Sichel ist kaputt. Ich guck gleich mal. Oder eigentlich könnte ich das ja auch dem anderen Dude hier sagen, ne? Der soll das machen. Eine Schmiede? Wir brauchen noch eine Sichel. Zwei. Zwei Sicheln. Und eine Steinhacke. Kann der auch Säckchen? Nee, kann er nicht. So. Okay. Ich gehe wieder zu Markus. How do you do? Der Tax ist hier. Ich möchte dir gerne Sachen verkaufen, wie zum Beispiel Fladenbrot. Hier, das Gammelfleisch kannst du auch haben. Dann das hier, einfache Schuhe. So, das sieht doch schon besser aus.
Gut, mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Jetzt werden wir das Futterrezept lernen und das Spiegelei. Nee, das Rührei-Rezept. Wir machen Rührei. Wir brauchen wahrscheinlich noch Schalen. Die müssen wir noch irgendwie herstellen. Ich weiß nicht genau, wie viele wir dafür haben. Davon haben. Guck mal eben. Holzschalen. Ja, nee, alles klar. Okay, gut. Haben wir noch frische Kohlsuppe? 2 Barsche ist sehr, sehr wenig. Vor allem, weil die nicht so lange halten. Kohlsuppe. Immer noch so viel Kohl. Ich glaube, ich mache das Zeug einfach selber. Geht wahrscheinlich schneller. Wo wollte ich gerade hin? Was wollte ich gerade machen? Ach, ich weiß. Hier, das wollte ich. So, dafür brauchen wir jetzt noch Roggenkorn, aber scheinbar ist keine Sichel verfügbar. Daher gucke ich jetzt erstmal schnell beim Schmied, was wir dafür brauchen. Bin eigentlich der Meinung, dass wir... Ach so, gerade Sichel? Aber wir hatten doch 2 Sicheln. Er muss kurz mal Platz machen. Brauche eigentlich nur so eine kleine Kacksichel. Nicht Bronze. Hier? Hier. Nee, Kupfer auch nicht. Hä? Hier mache ich das. Wo war das jetzt hier? Stock und Stein. 4 Stock, 4 Stein. Okay. Dann machen wir mal... Ich glaube, Steine und Stöcke haben wir. Dann komme ich gleich wieder, mache ein paar von den Sicheln. Und dann kann sie wieder arbeiten, die Gude. Vier Stück ist doch gut. 4 ist doch sehr gut. I mean, congratulations. What? Dahin. Dann helfen wir ihr mal ein bisschen. Dann machen wir endlich Tierfutter. Und dann machen wir noch die Spiegeleier klar. Die Rühreier meine ich natürlich.
aber nicht so viel, ne? So. 32 Roggen. Gänsehaus. Gänse können wir auch haben. Müssen wir ja theoretisch jetzt hier alles haben. Um Futter herzustellen. Warte, Hafer und... Was war das jetzt? Hafer und Roggen. Haferkorn haben wir. Roggen müsste sie eigentlich noch anbauen, glaube ich, bevor wir das verwenden können. Ich nehme jetzt erstmal nur die Hälfte. So. Und dann machen wir daraus Tierfutter. You have a choice. It's either eggs or the roast. Muss auch Roggenkorn machen, ne? Ja, okay. Auf geht's. Oha. Das lohnt sich. ...41 Tierfutter ist jetzt allerdings nicht so viel, ne? Gut, ich werde jetzt erstmal die Schweine... Warte mal, haben wir noch genug Hühnerzeug? Ist da noch genug drin? Dann würde ich den Schweinen erstmal komplett alles geben. 40%, das sieht gut aus. Und baller ich jetzt den Trog dort voll. Und dann kümmern wir uns um die Rühreier. Nee, das ist ein Ferkel. Ich werde bekloppt. Oh, wie süß. Darf ich hier mal durch? Wir haben Nachwuchs. Aber die Hühner haben noch keinen Nachwuchs. So. Lecker. Gönnt euch, ihr kleinen Racker, ihr. Wir haben zwei kleine Ferkel. Oh. Dann können wir die ja auch verkaufen. Später. Oh, ist das süß. Das ist ja zuckersüß. So, jetzt machen wir Fixrühreier. Und ich würde gerne noch die Häuser verputzen. Wo das eigentlich richtig scheiße aussieht. Aber ich, obwohl, ich weiß nicht genau, ob ich das gut finde. I don't know. Was machen wir nur mit den... Wenn wir jetzt hier so viele Schweine kriegen wie bei Ranch Simulator, ne? Dann weiß ich nicht so genau, wie das wird. Wir haben noch sehr viel Roggenkorn übrigens und kaum Hafer. Hab ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Mein Hirn arbeitet heute gar nicht. Was wollte ich? Achso. Nee, weiß ich nicht. Ich wollte Eier, aber ich wollte irgendwas hier gerade an der Truhe machen. Was wollte ich hier jetzt gerade machen? Ja, das können wir übrigens nochmal verwursten. Habe ich jetzt das ganze Tierfutter da reingemacht oder ist noch ein bisschen was übrig? Hier sind noch 11. Das packen wir noch zu den Hühnern. Achso, ich wollte bei den Hühnern auch nochmal gucken, allgemein, ob die vielleicht Nachwuchs haben. Würde ich mir schon wünschen, dass die hier so kleine Süße haben. Weil Eier müssen die doch hier eigentlich auch sammeln, die Tante, die hier arbeitet. Theoretisch. Wir haben keine Eier hier. Achso, die sind wahrscheinlich drin. Oh, natürlich im Nahrungsmittellager, wo denn sonst? Oh. Oh ja. Okay, wir machen jetzt Rühreier, Leute. Das wird der Kracher. Das mit den Barschen wird ewig dauern, bis wir mal 20 Barsche haben.
Würde mir vorstellen, dass das sehr lange dauern wird. Rotaugen haben wir dafür umso mehr. Wir könnten das aber umstellen. Das mache ich mal eben. In der Verwaltung. Bei der Fischerhütte. Dass wir nur auf Barsch gehen. Wieso kann ich... Oh, Moment. Ich wollte das gerade beschleunigen und habe irgendeinen Quatsch gemacht. So. Ich mache erstmal keine Rotaugen, wir machen nur Barsch. Wir brauchen mehr davon. Viel, viel mehr. Wir können 4 machen pro Tag. Okay. So, ab in die Küche. Eine Rühreier machen. Wir brauchen immer noch Brennholz im Frühling, ne? Aber ja, ist ja bei uns auch nicht anders. Wir brauchen ja auch im Frühling immer noch mal eine Heizung. Es ist ja einfach so. Mache ich hier Rühreier? Ja. Wir machen Rühreier. Ich habe nur eine Holzschale. Ich laufe noch mal kurz. Dann können wir auch gleich noch Brennholz machen. Holzstamm und Holzschale. Oh, wir haben sehr viele Holzstämme. Jetzt aber. Was ist das hier? Rührei mit Pilzen. Speisemorchel haben wir nicht. Leider. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Vielleicht kriegen wir ja für Rühreier auch richtig viel Geld. Und die Kohlgeschichte sollte ich vielleicht selber machen. Ich habe ja Holzschalen jetzt. Fleisch und Kohl könnten wir doch holen. Ich hole das mal eben. Ich mache mir das einfach selbst. Dann hat das Elend endlich ein Ende. Aber so viel Fleisch haben wir gar nicht. Elf Stück, naja, immerhin. Läuft dein Kind schon? Nö. Das war immer noch im Arm von Bohle. Ist immer noch genauso groß. Lorelei. Immer noch sehr klein. Wir gehen mal kurz schlafen. Oh, once I met a guy who kept saying, ja, toll. Even when there was just a life. Es wächst einfach nicht, dieses Kind. So. Er steht immer noch da. Und? Wir haben... ein paar Sachen, die wir verkaufen können, ne? Immer noch 77 Kohl. Was ist mit dem Fleisch hier, Leute? Warum kommt hier so wenig Fleisch?
an. 10 pro Tag. Wir brauchen pro Kohlsuppe 3. Hm. So, wir werden heute das Zeug verkaufen, was wir haben. Dann kaufen wir wieder Weizen ein und schauen, dass wir wieder Fladenbrote machen. Das backt ein bisschen ab für unsere Leute. Die Rühreier bringen nicht viel. Die verkaufen wir nicht. Die lassen wir hier. Die können unsere Leute essen. So. Das ist für unsere Leute. Kohl wieder zurück. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Fleisch geht hier rein. Ei geht da rein. Einmal mit Wasser. Machen wir hier noch mit rein. Holen wir dann später neu. So, dann haben wir noch einfache Schuhe. Ne, haben wir gar nicht. Habe ich keine Schuhe gebaut? Das lohnt sich gar nicht. Habe ich noch Leder? Lohnt sich nicht. Na, mal gucken, ob wir denn überhaupt noch... Doch, wir haben noch ein bisschen Geld. Wir noch ein bisschen Weizen kaufen können. Das wäre ganz gut. Ich guck mal. Dum, dum, dum. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als wenn wir hier besonders viel geschafft haben heute. Aber so ist das ja auch manchmal, ne? Das einzige Gefühl, was ich habe, ist, dass dieser Ort einfach sauteuer ist. Und wir so nicht so richtig auf den grünen Zweig kommen. Also quasi von der Hand in den Mund leben. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann. So, wann arbeitet ihr? In 20 Minuten. Dann gucke ich mal kurz, ob wir hier noch irgendwelche Aufträge haben. Niemand hat die Absicht, eine Palisade zu bauen. Bretter, Holzstamm, Stock. Das soll ich hinkriegen. Federn, locker. Büchse, nö. Ich hol mal eben Bretter, Holzstämme, Zeug. Der Laden hat eh noch nicht auf. Hole Federn. Stöcke, Bretter, Holzstämme. ...56 Federn. Und das hier. Guten Tag. Dann lass doch mal gucken. Nehme mit. Stämme. Stöcke. Bretter. Und Federn. Sieht gut aus. Kann beide Quests wieder abgeben. Warum bin ich immer so lost, wenn ich aus dem Haus rauskomme? Jedes Mal, wenn ich irgendwo rausgehe aus einem Haus oder aus einem Geschäft, auch im Real Life, muss ich immer erstmal gucken, wo komme ich her und wo will ich eigentlich hin. Drehe mich immer erstmal im Kreis und dann kriege ich raus, wo ich hin will. Ich finde, du bist doch vorangekommen. Ist das so? Es fühlt sich irgendwie nicht so an. So, wir geben erstmal ab. Hier irgendwo bei... wo ist der? Da, bleib stehen! How can I help you?
Hier. See you soon. Reputation ist immer gut. Und dann müssen wir noch mal auch zu dem. Hallo. Hier, Federn. Good luck. Danke, dir auch. So, nice. Wie viel Reputation haben wir jetzt? 2700, das ist doch nice. So, Technologie haben wir auch irgendwie... Haben wir auch vorangeschritten. Wir können bald Holzschuppen 2 bauen. Dann können wir ja so überstülpen, haben wir gelernt. So, hier Fischerhütte, Eselstall, Gänsehaus haben wir natürlich auch. Werkstatt 2, Schmiede 2, Näherei 2, Küche 2. Warte mal. Oh, wir können schon alles upgraden. Wir müssen wirklich mal gucken, dass wir die Sachen upgraden, ne? Jetzt gehe ich aber erstmal zu Markus. Markus, wo bist du? Hier. So, zeig mir deine Ware. Hast du Weizen? 18, das ist halt super wenig, ne? Warum hat er so wenig, der Mann? Finde ich nicht so gut. Fladenbrot hatten wir schon verkauft, ne? So, was haben wir noch? Irgendwas wollte ich ihm noch geben. War da nicht noch irgendwas? Hier, das brauche ich auch nicht. Da gibt es einfach nur Geld für, die Kupfersachen. Ich nehme einen Steinspeer. Vergiftete Eisenpfeile sind auch sehr lukrativ. Ja, mehr gibt es dann halt nicht. Mehr kann ich nicht verkaufen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach Hause und gucken mal, ob wir vielleicht schon irgendwelche Sachen jetzt schön upgraden können. Wir haben nur so wenig Weizen, das ist voll doof. Ich würde da noch ein bisschen horten erstmal. So. Also wir können quasi schon... Den Holz... Ich glaube, den Holzfäller konnten wir auch schon... Ne, den konnten wir noch nicht upgraden. Die Werkstatt. Was genau können wir upgraden? Das Lager? Oh ja, Materiallager. Aber was brauche ich dafür? Kann ich nicht irgendwo sehen, was ich für das Lager brauche? Was bringt das? Beim Lager kann man dann mehr Zeug lagern. Siehst du, da muss ich mal gucken. Also ich glaube, beim Lager ist es wirklich nur die Menge. Das sieht wahrscheinlich auch cooler aus. Wir haben hier 1000 Kilo. Wir sind noch nicht mal bei 500. Also im Prinzip haben wir noch nicht, müssen wir das noch nicht machen, ne? So, warte, dann gucken wir mal lieber nach anderen Sachen. Das Nahrungsmittellager gucke ich noch mal eben rein. Macht noch keinen Sinn, nee. Okay, warte, dann gucken wir hier noch mal. Hier haben wir 500 Kilo, sind erst bei 96, knapp 100. Das ist halt auch nicht sinnvoll. Okay. Haben wir eigentlich Kalkstein? Ich gucke noch mal nach Kalkstein. Können wir schon ein bisschen upgraden hier. Das kühlt ja sicherlich auch im Sommer. Oh ja, 23. So, und gucken wir gleich mal. Irgendwas können wir auf jeden Fall überstülpen. Küche, glaube ich. So, das war's.